Am 24. April wird das österreichische Staatsoberhaupt gewählt. Er oder sie wird damit Heinz Fischer als 12. Bundespräsident der Republik Österreich nachfolgen. Es gab 3 Präsidenten in der Ersten Republik von 1919 bis 1938 und 8 in der Zweiten Republik nach 1945. Dazwischen gab es das dunkelste Kapitel österreichischer Geschichte, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den Bundespräsidenten. 5 von ihnen sind im Amt verstorben. Heinz Fischer wird erst der 2. Präsident sein, der 2 Amtszeiten überlebt. Der erste, der dieses Glück hatte, war Rudolf Kirchsteiger. Apropos Leben, der allererste Präsident war auch der jüngste, Karl Seitz mit jugendlichen 50 Jahren. Der älteste war Theodor Körner mit 78, der Altersschnitt liegt bislang bei 59 Jahren bei Amtsantritt. Diesen Schnitt könnte FPÖ-Kandidat Norbert Hofer drücken. 45 Jahre jung war noch keiner. Bundespräsident in Österreich sein zahlt sich finanziell aus. Kein heimischer Politiker verdient mehr. Übrigens auch Merkel und Putin nicht. Der Amtssitz des Bundespräsidenten ist die Wiener Hofburg und die ist bekanntlich recht groß. Damit der Präsident dort nicht vereinsamt, hat er einen Stab von 79 Mitarbeitern. Vom Juristen bis zum Haustechniker. Und die können mit ihm etwa 8 Millionen Euro pro Jahr auf den Kopf hauen. Alleine 5,5 Millionen gehen dabei an Personalaufwand drauf. Für so viel Geld hat der Präsident einiges zu erledigen. Er hat exakt 40 Rechte und Pflichten. Der Großteil hat mit Gesetzesunterzeichnungen, Ernennungen und Angelobungen von Amtsträgern und Verteilung von Titeln und Orden zu tun. Aus dem Rahmen fallen jedoch die letzten 3 Aufgaben in der Liste. Die sogenannten Gnadenrechte hat der Präsident vom Kaiser geerbt. Er hat das Recht, Häftlingen die Freiheit zu schenken. Üblicherweise geschieht das zu Weihnachten. In Frage kommen Häftlinge mit einer Strafe unter 5 Jahren, also juristisch leichte Delikte. 2015 begnadigte Heinz Fischer 20 Inhaftierte. Das Niederschlagungsrecht hat nichts mit körperlicher Gewalt zu tun. Es berechtigt den Bundespräsidenten, ein gerichtliches Strafverfahren zu verhindern oder einstellen zu lassen. Das ungewöhnlichste Recht ist Nummer 40. Der Präsident kann aus unehelichen Kindern Eheliche machen. Es stammt aus einer Zeit, in der uneheliche Kinder rechtlich gegenüber Ehelichen deutlich benachteiligt waren. Zu kaiserlichen Befugnissen gehört auch eine kaiserliche Sommerresidenz und die steht in Mürzsteg in der Steiermark, kurz hinterm Semmering. Einst jagte hier Franz Josef, heute gibt's hier einmal im Jahr das K&K-Jägerschießen. Auf Zielscheiben, nicht auf Tiere. Heinz Fischer soll übrigens ein passabler Schütze sein. Die Villa in Wien hat Fischer 2007 verkauft, angeblich für 8 Millionen Euro. Ein Detail noch zum Schluss, das Schulgesetz sieht vor, dass in jedem öffentlichen Schulgebäude zumindest ein Bild des Bundespräsidenten hängen muss.